Hi, ich bin Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Vor ein paar Tagen ist die Corona-Warn-App auf den Markt gekommen, mit etwas Verspätung. Da die App von den Nutzerinnen und Nutzern Daten sammelt, zum Beispiel, wem ich in der Bahn nahegekommen bin, stellt sich natürlich die Frage, welche Daten werden genau gesammelt? Wie sensibel sind sie? Werden sie an den Staat weitergegeben? Droht vielleicht Big Brother? Wir gehen den größten Mythen und Vorurteilen der Corona-Warn-App auf den Grund. Jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1. Die App dient der staatlichen Überwachung. Es besteht die Angst, dass die App eine Tracking-History erstellt, also weiß, wo, wer, wann sich mit wem getroffen hat. Diese Angst ist nachvollziehbar, aber unbegründet. Es wird eben gerade nicht in der App die Position gespeichert, an der ich mich aufhalte, also eine GPS-Datenübertragung, sondern es wird lediglich mit Bluetooth Low Energy, also dem Funk, geprüft, welches anderes Handy befindet sich in 2 Meter Abstand. Diese Daten werden auch noch in dem Gerät abgespeichert und nicht auf einen zentralen Server. Außerdem werden gar keine realen Identitäten abgespeichert, sondern Pseudonyme. Die App weiß also gar nicht, wem ich begegnet bin und wer da erfasst wurde. Und der Chaos Computer Club, sonst ja eher bekannt für seine kritische Prüfung, hat das auch so gesehen und auch so eingestuft. Die Liste der Prüfsteine haben wir euch verlinkt. Mythos Nummer 2. Die Installation der App ist oder wird Pflicht. Die Installation und Nutzung der App ist und bleibt freiwillig. Das heißt, es kann niemand bestraft werden, der die App nicht installiert, und es wird auch niemand gezwungen. Das sieht schon das geltende Datenschutzrecht vor. Man kann da keine Datenerhebung erzwingen. Viel wichtiger ist aber, wenn ein Restaurantbesitzer beispielsweise verlangen würde, dass die Restaurantbesucher eine App installieren, weiß er überhaupt nicht, ob die App bis zum Betreten des Restaurants überhaupt aktiviert war. Denn in der App kann jeder jederzeit die Kontaktverfolgung ausschalten. Das heißt, die App sagt also nur etwas für mich selbst aus, weil ich selbst weiß, dass ich die App benutzt habe und angeschaltet habe. Dritte wissen das nicht und können das auch nie nachvollziehen. Dennoch ist die Installation und Nutzung der App sinnvoll, denn je mehr mitmachen, je mehr sie installieren und benutzen, desto höher ist die Aussagekraft für jeden einzelnen Nutzer. Mythos Nummer 3. Man kann einfach nachverfolgen, wer der Infizierte ist. Welche Daten speichert denn die App? Sie speichert, wann ich mit anderen Personen 15 Minuten in 2 Meter Entfernung zusammengestanden habe. Die App weiß aber nicht, wer diese Personen sind, sondern hat lediglich pseudonyme Identitäten auf dem Smartphone gespeichert. Bekomme ich also eine Warnung, dass ich in den vergangenen 2 Wochen einer anderen Person 15 Minuten näher als 2 Meter gekommen bin, weiß die App überhaupt nicht, wer das ist oder wann das genau war und mehr nicht. Die Software ist Open Source, das heißt, jeder kann weltweit auf diesen Quelltext, auf den Programmiercode zugreifen. Das haben auch sehr viele Entwickler gemacht und das geprüft. Und deshalb kann man sich darauf verlassen, dass es hier keine Hintertüren und auch nicht mehr Datensammelei gibt. Mythos Nummer 4. Die Corona-Warn-App wird nichts bringen, weil es bereits in anderen Ländern versucht wurde und nichts gebracht hat. Ganz klar, es gibt keine Garantie, ob die Corona-Warn-App funktionieren wird. Vielmehr hängt es von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel bekommen Gewarnte schnell einen Corona-Test, verhalten sich alle an die Empfehlungen der Hygienevorschriften und welche Rahmenbedingungen sonst insgesamt in unserem Land getroffen werden. Aber die App kann uns helfen. Sie sollte vielmehr wie ein Werkzeug betrachtet werden. Sie kann eben Kontakte und Kontaktketten nachverfolgen, an die wir uns vielleicht selbst nicht mehr erinnern würden, oder Menschen informieren, die wir gar nicht per Namen kennen, beispielsweise in Bussen und Bahnen. So, was ist jetzt das Fazit? Nein, die Corona-Warn-App ist kein Überwachungstool. Es gibt eben keine Pflicht zum Download oder zur Nutzung. Und Infizierte müssen auch nicht befürchten, dass die App sie rückverfolgbar macht. Sie kann aber helfen, ein Baustein zu sein, zurück in ein normaleres Leben. Und es steht und fällt mit unserem Nutzungsverhalten. Die Bundesregierung hat am Anfang mit ihrem Hin und Her und auch mit sehr verstörender Kommunikation zu verschiedenen Apps für Chaos und Vertrauensverlust gesorgt. Wir Freie Demokraten fordern deshalb schon lange ein Digitalministerium, das auch hier dafür hätte sorgen können, dass die Abstimmung zwischen den Ministerien besser funktioniert und auch die digitale Transformation des Gesundheitswesens, zum Beispiel der Gesundheitsbehörden und der Labore, schneller vorangetrieben wird. Ich hoffe, wir konnten euch über einige Mythen rund um die Corona-Warn-App aufklären. Bis zum nächsten Mal, hier bei Debunked.